Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Metro Exodus. Der alte Mann ist im Wasser, nachdem er etwas gehört hat. Und wir befinden uns jetzt... Blutegel. Ah, ist ja geil. Ja, die kommen irgendwie nicht durch meine Sachen durch. Und wir befinden uns gerade in der Metro von... wie hieß der Stadt hier nochmal? Keine Ahnung. Nicht Moskau. Auch eine größere Stadt, ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Ja gut, schlagen wir uns mal hier durch die Blutegel und durch den Schleim. Ich hoffe, die haben Angst vor dem Feuer. Da ist irgendwas im Wasser. Wir gehen besser raus. Scherzkeks. Du bist doch derjenige, der hier reingegangen ist. Wir hätten uns easy ein Boot aus Schleim bauen können. Die Geräusche gefallen mir nicht. Ich hoffe, er hat Angst vor Wasser. vor Feuer. Hier könnten wir rausgehen. Oh oh. Ich bin am Arsch. Hä? Was? Alter Mann? Ich komme hier nicht. Ach so. Hier sind die anderen. Erinnert an das Massengrab in Moskau, oder? 8000 Kilometer weiter. Und wir sind schon wieder an einem Massengrab. Ich frage mich, ob die auch als Spione bezeichnet wurden. Die Frage ist eher, ist das ein Friedhof oder ist das ein Nest? Hey Junge. Ey, weiß nicht, der sieht so ein bisschen angenagt aus, oder? Ein Kommandant der schnellen Eingreiftruppe Oskom. Oberstleutnant Klebnowski. Klebnikov. Sie erhalten hiermit den Befehl, die Gefangenen Aufständischen zur Sonderabteilung zu bringen und anschließend sofort eine Verteidigungsstellung an der Sibirskaya Station aufzubauen. Vorsitzender Oskom. Generalleutnant Vinogradov. Diese Namen, Alter. Okay. Ja gut, ich meinte, die sind da auch in den Fallen und alles, also. Ah, das ist die andere Seite. Von daher wird es kein Nest sein. Aber der sieht trotzdem angenagt aus. Das gefällt mir nicht. Und vor allem hat er noch ziemlich viel Fleisch auf den Rippen. Diese Leute sind höchstens vor einem Jahr gestorben. Vermutlich alles Überlebende des Angriffs. Halte dich bereit. Komm und pass auf. Das ist nicht unsere Metro. Wenn etwas passiert, kann uns keiner helfen. Brichst du dir ein Bein, kriegst du alleine zu Aurora zurück. Ich kann erst kommen, wenn ich das Medikament gefunden habe. Hätte aufpassen sollen, ja. Das sah schon ziemlich nach einem Fall aus. Pass nur ab jetzt auf, wohin du gehst. Wir haben schon genug Zeit. Der hier führt zum Tunnel. Sieh dir den Staub an. Scheint aber stabil zu sein. Auf geht's. Scheint. Das fällt doch hier irgendwo zusammen und dann sind wir getrennt. Jetzt. Wir sollten uns hier echt beeilen. Das sieht nicht stabil aus. Ich weiß nicht, worum er es behauptet. Das sieht sehr unstabil aus. Die haben alle diese Masken auf. Aber auch mit diesem Symbol drauf. Wir sind im Außenbereich einer Station.
Moment, ich zünde eine Leuchtfackel. Verdammt, immerhin war Krieg. Da, die haben alle diese Masken auf, mit diesem Symbol drauf. Sie hatten alles mit gepanzerten Draisinen verteidigt. Und als die ausgeschaltet wurden, sprengten sie den Tunnel. Die Verstärkung kam nie an. Gehen wir zur Station. Vielleicht können wir dort etwas herausfinden. Ach, unsere alte Freundin, die Duschka. Eine ausgewachsene Belagerung. Die Verteidiger haben den Eingang der Station beschützt. Hier hat es einige Überlebende gegeben, bis sie sich gegenseitig umgebracht haben. In Moskau scheint die Lüge immerhin funktioniert zu haben. Was ist wohl besser? Mit einer Lüge zu leben oder durch die Wahrheit zu sterben? Was? Ich fühle mich merkwürdig. Das ist nicht gut. Komm jetzt hier kein Herz, Kaspar, Junge, ich brauch dich. Alles in Ordnung? Siehst du auch Dinge? Ich höre Dinge, aber ich sehe sie nicht. Strahlung. Wir haben ziemlich viel abbekommen. Ich frage mich, ob es hier auch sowas wie die Schwarzen gibt. Man kann ja nicht sein, dass die nur in Moskau existiert haben, oder? Ich meine, immerhin war das Humanoide. Hier hat die Schlacht geendet. Lass uns das Tor versuchen. Es müsste zur nächsten Station führen. Ich habe nicht mehr viel Munition, Junge. Oh. Hier geht's gleich los. Was war das? Da, schon wieder. Oh, was zum Teufel? Ach, die sind's. Alles klar. Au, 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 au. Halt, das ist nicht meine Schotte, die ich wollte. Aha. Ja, kommt runter, ich hab ne Shotty, Mann. Ihr müsst schon näher kommen. Au, au, au. Miller, gib mir Deckung. Oh, danke. Das war knapp. Verdammt. Ich dachte, ich sehe schon wieder Dinge. Die Toten erheben sich. Das sah echt so aus mit dem Typen, ne? Sie sind geradewegs in ihre Höhle gegangen. Wenigstens leben wir noch. Lass uns das Tor öffnen. Ich weiß nicht, ich glaube, da muss noch irgendwas Schlimmeres kommen. Nur ein Rädchen? Dann mach mal. Hilf mir mal, Artyom. Na los. Muss ich irgendwas drücken? Nee. Das reicht. Auf geht's. Ich vermute mal, wir müssten jetzt wieder eine Maske anziehen, wa? Wenn ich das richtig sehe, ist das die Sibirskaja, eine Umsteigestation. Ne, das haben wir schon gelesen. Ich frag mich, ob wann der Zeitpunkt kommt, wo ich alleine bin. Ich will mir jetzt auch keine Heilung reinziehen, obwohl ich offensichtlich zwei nervige rote Streifen habe. Aber ich weiß nicht, ob ich wieder an Ressourcen komme. Ich sollte echt ein bisschen sparsam sein. Sieht so aus, als würden wir hier komplett auf Survival übergehen. So viel Staub. Oh. Seit langem verlassen. War da gerade ein Schatten?
Ich glaube, da war gerade ein Schatten, oder? Ich habe mich hier gar nicht umgesehen. Aber hier gibt es nichts. Jetzt schwören können, ich hätte einen Schatten gesehen. Vielleicht doch die Schwarzen. Das ist übrigens ein Name. Ich will jetzt nicht rassistisch werden, ne? Sieh dich hier um, Arthur. Vielleicht findest du noch etwas Nützliches. Naja, ich muss alles mitnehmen, was geht. Aber man kriegt ja auch nicht so viel. Oh Mann. Nur ganz schäbiges Zeug. Ich muss echt... Oh. Aufpassen mit dem Verbrauchen von meinen Sachen. An Kommandant der schnellen Eingrifftruppe Ostkom, Oberstleutnant Klebnikow. Bezug nehmend auf Ihre Anfrage Nummer 132/17-A melde ich mich hiermit, dass die Gefangenen beim Verhör ausgesagt haben, dass der Hauptgrund für ihre Teilnahme an dem Massenaufstand die allgemeine Unzufriedenheit mit ihrer wirtschaftlichen und sozialen Lage war. Zitate. Wir arbeiten uns in den dreckigen Tunneln die Ärsche ab und ihr Schweinehunde führt da oben ein Luxusleben. Ich habe seit 10 Jahren kein Fleisch mehr gegessen, obwohl die Schweine züchten. Wir bekommen jeden Monat nur eine mickrige Dosis grünes Zeug, was einem verdammt nichts einspricht. Während ihr Mistkerle euch die Taschen damit vollstopft. Der letzte Anstoß, sich den Aufständischen anzuschließen, war für sie jedoch eine angebliche Verschwörung der Ostkom-Führung, wie es ihr Anführer nannte. Sie meinen also, dass wir keine Ahnung haben, nur weil wir hier in der Provinz diese Autos auseinandernehmen. Junge, sie könnten kaum mehr daneben liegen. Wir wissen alles. Die Bonzen vom Komitee, die Ostkom führen, machen sich bereit, für die Ratten aus der Stadt, wie die Ratten aus der Stadt zu fliehen. Deshalb horten sie das ganze grüne Zeug. Stimmt es nicht? Sie wollen uns hier zum Sterben zurücklassen. Das wissen wir schon seit dem letzten Winter. Warum mussten die Rationen unserer Leute denn um die Hälfte gekürzt werden? Ganz klar, um die Bahnstrecke freizumachen. Wozu der plötzliche Befehl, die Diesel-Lok instand zu setzen? Die ist hier schon seit Ewigkeiten geparkt. Wir wollten sie schon zerlegen und jetzt sollen wir sie reparieren? Halten Sie uns nicht für dümmer als Brot. Nach dem Verhör wurden die Aufständischen, die aufgrund dessen unbestreitbar schuldig waren, gemäß der Standardprozedur an die Sonderabteilung übergeben. Ermittler der Ostkom-Sonderabteilung. Perry, hast du nicht gesehen? Also wollten sie aus der Stadt fliehen und wir gehen jetzt in die Stadt rein. Alles klar. Ist die beste Idee aller Zeiten. Die Metrosysteme wurden alle gleich gebaut. Also sollte es auch hier ein Belüftungssystem geben. Naja, immerhin können wir hier atmen, ne? Komm doch hin. Was ist das? Da bewegt sich irgendwas. Ach, das ist nur so ein kleines Viechding ins Kichens. Alles gut. Ne, kleines Viechding ins Kichens. Also gut, wenn wir von hier aus weitergehen, müssten wir in den Belüftungstunnel und von dort zum nächsten Streckentunnel gelangen. Also gut, wenn wir hier runtergehen, geht's in eine Arena. Das sieht nach einer verdammten Arena aus, Junge. Verdammtes Stück Stahl. Fußspuren. Ein kleiner Junge. Sag mal, Miller, kannst du nicht mal einen Jungen fangen? Okay, und schon sind wir alleine. Was geht mit dem ab? Bist du Kevin allein in... ich wollte schon Moskau sagen, aber... Ich weiß ja nicht mal, wie die Stadt hier hieß. Komm, Junge, ganz langsam. Es ist wie in einem Horrorfilm. Vor allem, ich kann mir schon vorstellen, dass es sich so fühlt wie in einem Horrorfilm. Würde ich ja auch. Ich würde ja auch um mein Leben rennen. Zu spät, Junge. Huh? Was? Das ist kacke, ein Erwachsener zu sein.
Man passt nirgendwo mehr durch. Oh Gott. Dass er hier überhaupt alleine rumrennt? Mit einem Funkgerät oder irgendwas? Na, scheiße, Mann. Mach's noch gruseliger für den Jungen, alles klar. Dem wird's schon gut gehen. Vor allem, wo soll ich denn jetzt gucken? Hier kann ich nichts machen. Das sagen die Bösewichte immer, Mann. Kannst du doch nicht machen. Das ist bestimmt hier raus irgendwie. Ah, ich hab's geschafft. Miller? Würdest du die Tür für mich öffnen? Hm. Oder ist er hier durchs Rohr? Hey, wir wissen, hallo Junge! Dass du hier bist. Hm. Junge? Bist du hier drin? Komm raus! Wir tun dir nichts! Das ist sein Licht, oder? hallo! Schnapp ihn dir, Archon! Halt! Wo willst du denn hin? Endlich! Warum bist du weggelaufen? Na los, sprich, Soldat! Identifiziere dich! Gefreiter Kirill Klepnikov, schnelle Eingreiftruppe, Auskunft! Mehr werden Sie von mir nicht erwarten. Sie können mich jetzt also wir wollen niemandem etwas tun. Bring uns nur zu deinem Befehl. Was meinen Sie damit, Sie wollen niemandem etwas tun? Ich bin von der Auskom. Sind Sie nicht von denen? Denen? Ich weiß nicht, was du damit meinst. Aber wenn sie Kinder töten, dann sind wir definitiv gegen sie. Also bring uns zu deinem Befehlshaber. Hm. Was wollen Sie denn von ihm? Wir sind in einem wichtigen Einsatz, dessen Details nur hochrangige Offiziere erfahren dürfen. Bring uns einfach zu ihm. Abgesehen davon hast du keine große Wahl. Also gut. Keine krummen Dinger, hörst du? Jetzt sehe ich aber auch schon Dinge. Ich hätte schwören können, der war gerade hier. Aber 100 pro. Natürlich der Prospekt. Nur noch ein Abschnitt bis zum Institut. Nicht mehr weit, Archon. Moment. Alles klar. Komm schon. Sie sagten, es sei nicht mehr weit. Aber was wollen Sie im Institut? Du bist hartnäckig. Wir sind in einem Einsatz. Mehr kann ich nicht sagen. Ein Einsatz im Institut? Aber da gibt es kein grünes Zeug mehr. Grünes Zeug. Was ist das? Das wissen Sie nicht? Moment mal. Von welcher Station kommen Sie? Archon kommt von der Ausstellung und ich von der Police. Hä? Wo ist das denn? In Moskau, Soldat. Halt! Verdammt! Genus Alex! Weißt du, wieso brennt das jetzt hier? Hey, was zum... Okay. Ich meine, hey. Nimm mich ruhig als Ziel. Alles kein Problem. Ich wollte ja Ressourcen sparen. Miller? Miller? Achso. Habe ich keine Munition mehr? Oh oh. Sag mal. Was machst du denn da? Guck. Hä? Wieso rennt er jetzt weg?
Und jetzt kommt er wieder? Junge, hast du irgendwie schlecht geschissen oder so? Das gefällt. Da kommt noch irgendwas Großes. Na los, kommt schon. Ah, jetzt sind es schon zwei. Hey, bleib mal schön zurück, Junge. Ich glaube, der Junge ist weg. Aber der wird uns bestimmt noch helfen. Das wäre ein bisschen kacke, wenn wir ihm helfen und er uns dann nicht aus der Luft gehoben. Oh, es werden immer mehr. Miller? Miller, tu auch was! Das sind keine mehr! Ah, doch, da. Der ist drüber gesprungen, super. Miller, du bist echt ein Ass. Na, was schnüffelst du, Kleiner? Gefreiter Klebnikow, du kannst jetzt rauskommen. Hey, wo bist du hin? Ist er gerade weggelaufen? Wie sollen wir ihn jetzt finden? Wir hätten ihn nicht aus den Augen verlieren dürfen. Ich bin hier. Er lebt noch. Ja, waren doch nur ein paar Mutanten. Natürlich. Sind sie wirklich aus Moskau? Sind wir. Ich bin Oberst Miller. Anführer einer Spezialeinheit. Und Artyom hier ist einer meiner Untergebenen. Wir sind mit einem Zug aus Moskau gekommen. Wow, das ist cool. Warten Sie einen Moment. Ich öffne das Tor. Ja, ist klar. Danke, Junge. Dann machen wir wieder zu. Jetzt sind wir bei denen wahrscheinlich, ne? Ich dachte, sie wären Aufständische. Wissen Sie, hier gab es einen Krieg. Das haben wir bemerkt. Das sind bestimmt alles Kinder. Kannst davon ausgehen. Die Kinderstadt. Stadt der Kinder. Gemütlich habt ihr es hier. Wo sind denn alle? Papa ist in einem Einsatz. Und sonst ist hier niemand. Zumindest nicht seit dem Krieg. Oh. Also hat die Stadt einen Atomkrieg überstanden. Einen Bürgerkrieg hingegen nicht. Wie lange seid ihr zwei schon alleine? Fast ein Jahr. Wir hatten das Glück, eine ganze Kiste. Befehle. Angefreiter Klebnikow. Das ist der Vater wahrscheinlich, ne? Für die Dauer der Abwesenheit des Kommandanten wird dem Gefreiten Klebnikow hiermit die Leitung des Schutzraums übertragen. Neben seinen üblichen Pflichten kommen ihm bis auf weiteres folgende Aufgaben zu. Die Tür zum Schutzraum unter allen Umständen verschlossen halten. Das Schloss nach dem Verlassen des Schutzraums zweifach überprüfen. Zweitens, zweimal täglich nach dem Pilzfeld schauen. Die leuchtenden Pilze, das ist das grüne Zeug bestimmt. Jeglicher entdeckter Schleim ist mitsamt der betroffenen Erde unverzüglich zu verbrennen. Es ist besser, ein einzelnes Beet zu verlieren, als das ganze Feld. Das, dieser Schleim, den wir gesehen haben, im Tunnel unten, beim Wasser. Ist da irgendwie so eine Lebensform oder so? Sowas wie Ameisen, weißt du? Niemals die verschmutzten Stationen aufsuchen. Viertens, mindestens alle zwei Tage die Fallen überprüfen und zurücksetzen. Die Tiere sollten nicht unnötig leiden, auch wenn es sich um Mutanten handelt. Ihre Leber essen. Sechstens, ihre Leber essen. Es gibt keine Ausreden. Warum? Den Akku des Funkgeräts aufgeladen halten. Jeden Mittag bereit für einen Kontakt sein. Zielfenster halbe Stunde. 8. Fröhlich sein. Oberstleutnant Klebnikow.
Gefreiter Klebnikow? Und Oberstleutnant Klebnikow? Der Junge ist der Gefreite? Deswegen ihre Leber essen. Ihre Leber essen, es gibt keine Ausrede. Das ist der Vater ist der Oberstleutnant. Oh. Kiste vom grünen Zeug zu haben. Moment mal. Eine Satellitenkarte. Das ist das Tal, wo Aljoscha und du euch verlaufen hattet. Wo hast du die her, Gefreiter? Vor einiger Zeit hatten Stalker die vom Satellitenkontrollzentrum mitgebracht. Dein Vater ist also in einem Einsatz? Wann kommt er zurück? Das weiß ich nicht. Wann ist er denn gegangen? Vor einem Monat. Und seit 3 Wochen ist er per Funk nicht zu erreichen. Ich verstehe. Weißt du denn, wohin er gegangen ist? Was war sein Auftrag? Er ist zu diesem Satellitenkontrollzentrum gegangen. Wir wollten die Stadt im Frühling verlassen. Deshalb wollte er die Einschlagkarte holen, damit wir einen sauberen Ort finden können. Alles klar. Gefreiter, wir müssen mal dein Funkgerät benutzen. Lass uns die Aurora kontaktieren, Archon. Ich werde die Karte besorgen und das sollten sie wissen. Hört ihr mich, Aurora? Miller hier. Herr Oberst, ich höre Sie laut und deutlich. Wie sind Sie ins Funknetz gekommen? Planänderung. Wir haben Überlebende gefunden. Sie sagen, das Satellitenkontrollzentrum existiert noch. Ich hole dort die Karte, während Artyom ins Institut geht. Verstanden, Herr Oberst. Wie geht es Anna? Sie schläft. Beeilen Sie sich aber. Katja sagt, Anna wird bald wieder einen Anfall haben. Und sie ist zu schwach. Bitte kommen, Aurora. Ende. Habt ihr verstanden, Aurora? Ende. Verdammt. Wieder nur Rauschen. Archon, wenn sein Vater wirklich einen sauberen Ort gefunden hat, dann ist das die Chance für Anna, für die Jungs, für uns alle. Die Chance, ein richtiges Leben zu führen. Ich werde die Karte besorgen. Wir treffen uns hier, sobald du das Medikament besorgt hast. Warten dann holen Sie, wir den Wagen. Ohne Strahlen-Ex können Sie nicht raus. Wir haben noch 3 übrig. Papa hat sie für unsere Flucht aus der Stadt aufbewahrt. Großartig, danke. Was ist Strahlen-Ex? Also, mach dich derweil startklar. Hier gibt's sogar eine Werkbank. Übrigens kannst du mein Schienengewehr haben, wenn du willst. Wo du hingehst, könnte es nützlicher sein. Vergiss die Munition nicht. Gib mir Bescheid, wenn du bereit bist. Eine Pole-Dance-Stange? Achso, das sah nur so hier von hier aus aus. Der Junge macht so in seiner Freizeit Pole-Dance. Okay. Vielleicht in einem anderen Fach. Na, was haben wir denn hier? Wir sind also so weit, dass wir alleine laufen. Und ich würde sagen, ich weiß zwar nicht, was das Schienengewehr ist, aber egal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns ein bisschen vorbereiten. Haut rein, euer Zero. Tschüss.